kam. Oh, schön. Banana. Das war ein Krabbenburger. Es wäre uns eine Ehre, wenn sie sich zu uns gesellen würden. Mandalorianer. Was haben die da denn? Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Werden sie testen. An Captain Solo. So habe ich mir diesen Deal. Da gab es damals übrigens so total komische Fehler, oder nicht Fehler, es sah so aus, als hätte Han halt seinen. Genau. Auch das ist ja cool. Ja, da sagt er, ich weiß. Erlebt. Hier, er befindet sich, das ist übrigens mein Steelbook. Gut, bringen Sie Captain Solo zu Jabba dem Hutt. Da. Bereitet nun die Anlage für Skywalker. Ja, das ist da auch der. Das sah jedenfalls so aus, als hätte der halt seine Weste an. Hatte der aber nicht, das sah nur vom Licht so aus. Was haben Sie eigentlich vor? Okay. Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Han nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Holen wir den Falken und halten ihn auf. Oh. Hat er aber so einen Code bestimmt, ne? Keine Passwörter gefunden, entdeckt. Okay. Das Lied ist schön. Gar nichts. Hat Lord Vader Ihnen nicht befohlen, die Gefangenen zu seinem Schiff zu bringen? Hey! Nein, Sie ja! Sie sind uns überlegen! Wir brauchen Verstärkung! Sofort! So. Sehr, sehr schön. Ahaha! Übrigens, wenn wir Episode... Also wir haben jetzt eigentlich schon langsam die Hälfte des Spiels fertig im Story-Mode. Also die Hälfte des Spiels generell haben wir schon noch lange nicht fertig. Da fehlt noch einiges dran. Das ist schon mal etwas, wollte ich sagen. Wenn du mit Protokollen das Passwort zu einem Schlüsselterminal runterzuladen. Okay. Lad mal runter. Esszimmer Wohnstadt. Esszimmer. Yummy. Achso, da brauchen wir eine R2-Einheit für. Kriegen wir eigentlich die Papa Palpatine-Szene hier noch? Eigentlich eine ganz schöne Sache, würde ich sagen. Oh. Ah, okay. Ich dachte, jetzt muss ich da irgendwas noch eingeben. Ja, super. Oh. Jaha! Wie er sich freut. Lando sieht man übrigens auch in Star Wars Rebels, was ich übrigens mega cool finde, weil, also, auch wenn ich das im Zusammenhang mit Solo ein bisschen unpassender finde, weil ich finde, der ist da ein bisschen anders als in Solo. Und es soll ja noch die Lando-Serie kommen, auf die freue ich mich extrem halt. Ist wahrscheinlich auch mit dem jungen Lando aus der Solo-Serie. Wäre so geil, einfach nochmal noch so ein Bindeglied hier zu finden zwischen Episode 3 und 4, beziehungsweise 3 und, oder besser gesagt, vor Episode 5 ist das ja eher so ein Ding. Aber sowas finde ich halt echt cool. Ich mag sowas total gerne. Schon gehört? Wir haben den Schmuggler in Carbonit eingeflogen. Boba Fett bringt Ersuchung, Verstärkung! Schön stehen. So. Oh, wo kommst du denn her? Mhm.
Oh! Ja, eigentlich ist das auch noch so, dass C3PO kaputt geht, aber... Also, und dass man eigentlich Chewbacca ihn hier auf dem Förderband findet und so. Also, die haben es sehr schnell gemacht. Von dem Look. Ah, funktioniert bei dir der Stream, Saku? Funktioniert hier alles? Oder lädt das bei dir auch die ganze Zeit nach? Yes, okay. Ja, denn ich habe echt keine Ahnung. Komisch. Aber Luigi macht das Probleme irgendwo. Gestern hatte auch jemand Probleme. Funktioniert alles super, danke schön. Hey, ich springe doch. Lustig wäre, wenn man hier irgendwie den Controller schütteln könnte, dann passiert irgendwas, aber hier passiert leider nichts. Wäre aber geil gewesen. Okay, wir können eigentlich schon wieder aussteigen. So, irgendwas scheint hier noch zu sein, aber ich weiß nicht was. Das ist ein Droidenkopf gewesen? Ja, cool. Ich mag diese kleinen Anspielungen. Also das haben die hier echt cool gemacht, das muss man schon sagen. Aber warte mal, ich will jemand anderen spielen. Okay. Ich möchte halt nicht viel schauen, weil ich mich nicht wirklich komplett mit... Na, alles gut, alles gut. Nee, wir haben uns nur gerade halt gefragt, weil es halt, wie gesagt, technische Probleme gab und da habe ich mich halt so ein bisschen gewundert, aber ist alles in Ordnung. Ja, komm, bitte. Nein! Spawn ihn doch wieder zusammen! Ja, kann ich den schmeißen? Na, das ist leer. Ich hab's schon gesucht. So. Okay, ich wollte übrigens noch kurz schauen, ob wir hier noch irgendwie was verbessern können. Also besonders den hier würde ich auch nochmal in der nächsten Version holen. 15 habe ich noch. Sammelgegenstände anzeigen. Wichtige Sammelgegenstände werden aktuell gebildet, werden mit einem Hilfspult versehen. Aktuelle Stufe, Minikits und Schiffe werden zeigen. Schiff verbessert. Vergrößert die Angriffskräfte der Schiffe. Ich wüsste mal gerne, ob es hier irgendwie sowas gibt wie Multiplikator wäre auch echt cool. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Dass das besser Gegenstände findet. ATRT, Vader-Hologramm und... Vader-Hologramm, klar! Lord Vader, er sieht nicht glücklich aus. Was hast du getan? So dringend will ich das gar nicht wissen. Lauf! Okay. Für das Imperium. Also in der alten Version des Spiels musste man die ganze Zeit Boba Fett jagen. Frag mich, ob da auch noch irgendwie was dazu kommt. Puh. Was macht das jetzt? Ah! Der Balkon bewegt sich, oder? Ja, der bewegt sich, das stimmt.
Achso, jetzt sind die beiden runtergefallen, auch schön. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Ist das Lobot? Das ist Lobot! Hi! Haben wir den jetzt befreit? Ja, das ist so einer, der hier so ein bisschen die Sachen im Griff hat. Der hat so einen halben Computer im Kopf verbaut. Sehr interessant ist. So ein bisschen viel Geld. Oh. Steht jetzt die Desktop-App. Mach Desktop-App. I. So, dann wollen wir noch mal sehen. Also ich heiße sogar Fang den Kopfgeldjäger. Okay, das ergibt Sinn. Blub, 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 blub. Okay. Rechts, 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 links. So. Aha! Ich hab wieder. Hä? Und sich ja, wenn die Browser rumholen. Ich weiß noch nicht wieso. Also an was das liegt, verstehe ich nicht. An irgendwas muss das ja liegen, so. Und hinten ist der Falke. Okay. Oh. Slave One. Und das ist Boba Fetts Schiff. Han! Kommen Sie, Prinzessin, wir müssen zum Falken. Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Leute? Sollte. Okay. Ach, guck mal, ist noch jemand? Wir können euch gegen das böse Imperium helfen. Ja, das böse Imperium. Jetzt lernen diese Sturmtruppen meine Relby K23 kennen. Ja, das will ich sehen. Das will ich sehen. Truppen voraus! Ach ja. Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Der Millennium-Falke darf die Landeplattform nicht verlassen. Klar. Wie die da alle stehen und einfach nur abwarten, bis die Katze vorbei ist. Guck mal, dieses Detail mit dem Umhang, dass da auch dieses überlappende Ding ist. Das ist ja cool. Stadt. Meine Stadt. Meine Stadt. Darum soll sich nicht mal kümmern. Wenn nur R2 hier wäre. Ich vermisse diesen Vorlauf mit meinen Gründen doch tatsächlich. Keine Sorge. Warum nicht das gute Imperium immer auf die Bösen? Ich mag das Imperium. Für das ja sogar ein Blutlinie-Roman wird, sind ja Leute dort, die halt wirklich sagen, dass das Imperium halt irgendwie cool finden. Aber halt bestimmte Sachen nicht so mögen. Das ist halt so echt krasse Parallelen so, wenn man bedenkt, die haben so viel Scheiße gemacht und dass es da einfach Leute gibt, die immer noch so sagen, boah, ja, eigentlich war das ja gar nicht mal so verkehrt. Es war ja nicht alles schlecht, so nach dem Motto. Ja. Oh. Okay, so hätte man das auch machen können. Also schon irgendwie echt heftig, was da alles so für Parallelen so auf unsere Welt so sind. Lando? Was kann der denn da? Ah, jetzt kommen meine Truppen. Schmeißen wir diese imperialen Wards aus unserer Stadt. Die machen aber nichts.
Ne, ich finde aber, ich finde das Imperium halt mega interessant halt gestaltet. Das ist halt die Sache. Also mit diesen ganzen, weiß ich nicht, diese ganzen Strukturen dahinter und es hat echt faszinierend halt gemacht, was die da sich erschaffen haben eigentlich als wirklich Bösewichte. Du merkst halt auch die ganze Zeit, dass die halt böse sind, aber so, ich weiß nicht, dieses wieder, dass halt Leute loyal sind und sowas. Ich finde auch echt cool in irgendeinem Buchstand sowas wie, dass das halt krass ist, dass halt Leute die Klonkrotruppen nicht mochten. Nicht, weil die keine Armee oder so wollten, sondern weil die das halt krass fanden, dass die halt nicht, weil es so viele Leute gibt, die jetzt halt selber halt kämpfen wollen und dass die halt dafür halt, ich sag mal so, extern so Soldaten holen, nicht Leute, die halt für ihre eigenen Sachen kämpfen, so weißt du. Ich brauche Verstärkung. Deswegen war das auch, glaube ich, so ein Grund, warum Zephyr in die erste Ordnung eingetreten sind oder auch in die Separatisten. Also da, also in den Büchern ist halt echt viel so drumherum und du kannst halt alles so psychisch irgendwie auch erklären. Das ist halt auch mega faszinierend. Hä? Wieso wird mir denn angezeigt, dass ich hier lang muss? Okay. Hä? Jetzt wird wieder angezeigt, dass ich da... Ach, weil ich da... Ah, jetzt verstehe ich. Okay, schon gut. Ihr könnt auch mitkommen, ne? Das wisst ihr. Oh. Was ist denn hier das Minikit hinter? Ich hätte irgendwie gerade voll Bock, mal wieder Harry Potter oder so zu gucken. Ich würde ja so gerne die Tage Fantastische Tierwesen gucken. Also Teil 1 und 2. Dann gerne den neuen Teil. Und dann würde ich mega gerne, alle Harry Potter Filme so hintereinander weggucken. Sorry. Finde ich schon irgendwie sehr cool. Ja, hau. Kann ich hier hochfahren? Nee. Hä? Warum soll ich denn hier hin, wenn hier nichts ist? Hä? Hier ist ja auch nichts, hier war ich doch schon. Das verstehe ich jetzt nicht. Könnte ich hier was machen? Ach, Moment. Ich hab doch alles im... Ach nee, sie hat keine Hose mehr. Oh shit, wo krieg ich denn jetzt eine Hose? Da vorne ist eine. Hat die einfach eine Hose verloren? Ach ja. Das sind nicht. So, hä, die... Ist da voll imperial ausgestattet? Oder ist das nicht imperial? Okay, ich bin jetzt selber mega verwirrt, wo ich als nächstes hin muss. Kann auch sein, dass hier irgendwo ein Fehler ist. Ich finde auch diesen imperialen Soldaten irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, der müsste irgendwo hier sein, aber... Das ist ein Offizier, meine ich. Also früher war das so, dass man halt hier so einen Fahrstuhl hoch muss. Irgendwie passiert hier ja nichts. Ich gehe dann nochmal dahin, wo die Dinger mich dahin ziehen. Stimmt, habe ich schon diese Schlüsselkarte und sehe die nur nicht. Natürlich auch sein.
wäre schon irgendwie lustig. Als ob der da... Nee, das ist der Lobart. Ja, ich komme hier nicht rein. Ich brauche dafür die Schlüssel. Hä? Oder hat die jemand? Hat gerade hier irgendwas machen. Ich kann nichts machen. Ich verstehe das nicht. Das ist noch ein Sturmtruppler. Also ich habe das Gefühl, dass der innen halt eigentlich ein Offizier sein müsste, aber der ist irgendwie, also der eine, von dem wir weglaufen mussten, aber der ist hier irgendwie nicht richtig geladen oder so. Also anders kann ich mir das echt nicht erklären. Ist hier nix? Im Zweifelsfall muss ich gleich das Level neu laden. Also das hatte ich ja auch noch nicht. Also ich habe gehört, dass das zwischendurch mal passieren kann, aber... Das ist schon ärgerlich. Oder habt ihr eine Idee? Kann ich hier nochmal lang? Okay, hier kann ich nicht rein. Ich guck mal ganz kurz. Lange zum Millennium Falken, das steht da nicht. Level beenden, Code. Hier kann ich auch nichts machen. Ich bin imperial ausgerüstet, aber ich kann angeblich nichts machen. Okay, da wurden jetzt Gegner gerade geladen. Ja, ich darf da nicht rein. Ich habe da irgendwas verkackt, ehrlich. Ich starte das Level nochmal neu, ich verstehe es nicht. Kann ich nicht irgendwie... Sammelgegenstände werden gespeichert, aber der Fortschritt in diesem Level geht dann verloren. Ja, was soll ich machen? Geht ja nicht weiter.